Hallöchen Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grow Castle. Nix update-mäßig Neues passiert, ne? Gab es ja erst vor kurzem, aber ich habe ein bisschen gefarmt. Und zwar habe ich als erstes erstmal alle Türmchen auf 5000 gemacht und ab 5000 kosten die Dinger 2 Diamanten pro Auflevelung. Voll uncool. Echt. Voll eklig. In unserem Offensivdeck wurde mir ganz oft gesagt, ja, du kannst den Giant promoten, er kann zweimal zwei Riesen danach spawnen, habe ich auch gemacht, ne? Jetzt kann er zwei Riesen spawnen, nicht nur einen. Und wir gehen jetzt in dieser neuen Folge mal durch, wollte nämlich einer wissen, wie denn so mein aktuelles, ich gehe jetzt nur das offensive Team durch, wie mein aktuelles offensives Team so ist. Und da haben wir einmal den Mad Giant, ne, klar, summon zwei Giants mit Dealing 910% Damage auf dem rechten Zweig und Damage und Damage, einfach mal. Doppel-Damage dazu. Dann haben wir Lisa. Die Mages, wa? Ne, ist nur normale Skelette. Nur normale Skelette, die hier beschworen werden, sind die Nahkämpfer. Und die hat halt hier... Was diese kann man gleich mal aufrüsten. Theoretisch müssten wir es aufrüsten. Was geht bis 100, oder? Habe ich jetzt keine Lust. Auf 50 können wir es gerne machen. Genau, die macht halt Feuerschaden. Ich habe jetzt alle auf Feuer geskillt gehabt, weil Feuer ist einfach das, was am meisten Damage macht. Hier haben wir auch nochmal Pure Damage. Den Hawk Druid. Ne? Der spawnt hier einmal einen Hawk und dann drei Hawks. Ne? Und hier sind zwei und hier sind drei Adler, die beschworen werden. Halt auch wieder mit Damage und Damage Critical Chance. Die Hexen genauso. Machen sind ja Schaden, ne? 69 Gold pro Hit, wow. Na, immer auf Damage dazu. Und halt immer auf den Feuerzweig. Genau so wie sie. Da haben wir sogar einen 100er Ring. Dann haben wir einmal den Flammenoger. Macht Schaden, ne? Ein Vulkan, 800%. Ich glaube, der stößt ja zurück, kann das sein. Von 400% auf 800% hat der mal. Ach nee, hier. Knockback the Monsters war hier gewesen. Aber es sieht irgendwie immer so aus, ne? Add Stun Effect. Okay. Okay. So, da haben wir hier mal einen Dark Hunter. Level 301. Town Archer Attack Speed plus 200%. Wahnsinnig wertvoll für 6,5 Sekunden. Ja, auf dem halt. Hier sind es leider nur für 5 Sekunden. Increase Range und Damage. Dann würde er halt selber angreifen, brauchen wir aber nicht. Ist schon gut, dass der hier mehr Sekunden hat. Dann haben wir hier den Dark Bowmaster. Ist eigentlich auch, ja, wofür ist denn der wichtig? Eigentlich eine gute Frage, ne? Vielleicht können wir den austauschen. Weil ich finde, der ist doch nicht so wichtig. Wir machen nur Wave, just for fun. Ach verdammt, doch, ist richtig. Wie viel Schaden der denn tatsächlich macht. Und dann können wir ihn gegebenenfalls austauschen gegen, keine Ahnung, gegen was wir es austauschen werden. Ja, Waves habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Na, Auto, ich habe Auto-Battle entdeckt. Kostet, was können wir, was wir jetzt mal schon gemacht haben, kostet halt wahnsinnig viel Kohle pro Runde. Aber er spielt automatisch, das habe ich wieder voll vergessen gehabt. Ja, da habe ich, weiß ich nicht, 600 Waves oder so gefarmt. Ist schon ganz okay. So. Schauen wir uns den Damage-Graphen mal an. Na gut, 1.083.000. Ist jetzt schon nicht wenig Schaden. Naja, ist schon in Ordnung. Er macht auch 2.833 Schaden, nicht übel. Ne, ist in Ordnung. Dann haben wir hier den... Ich würde sagen, den Zeus. Den Golem Master, genau, habe ich neu reingepackt, den Golem Master. Und zwar, er beschwört einen Steingolem. 500% Schaden pro Hit. Dann haben wir noch den Herz aus Stein. Alle Golems verursachen 100% Schaden, also 100% Schaden des Helden, also die 628. Extra Schaden an Gegnern. Und deswegen werden wir die nochmal ein bisschen aufstufen. Nochmal auf 400. Weiß nicht, wie viel Kohle ich noch habe. 2,1 Millionen, okay. Und dann hier noch
die Power Attack. Alle Golems machen 60% zusätzlichen Schaden. Ich habe den rechten Zweig genommen. Na, man hätte auch den hier nehmen können. Allerdings habe ich ja, also irgendeinen unausgerüsteten Gem wird aktiviert. Also entweder der rote, der blaue oder der gelbe. Da ich aber alle drei benutze, dachte ich mir, brauche ich nicht, okay. Mach ich weg. Und dann hat man hier noch gehabt, alle Golems machen zwar 50% weniger Schaden, aber sie können doppelt angreifen. Und wollte ich es auch nicht so ehrlich gesagt haben. Es ist schon ganz cool gewesen, dass alle Golems 60% mehr Schaden haben. So, einen Hammer bräuchte ich hier noch für. Ach ja. Wir haben ja auch noch... Wie viel? 5400, naja, könnte man machen. Weapon S. Jetzt ist die Frage, nee, L ist das Beste, ne? L ist das Beste, alles gut. Das wäre sonst Unsinn. Warum sollte es 15 kosten, wenn es schlechter ist als das S? Nein, nee, L ist schon das Beste. Können wir jetzt nämlich machen, ein L. Item. Und zwar machen wir eine Waffe. Eine L-Waffe könnten wir machen. Das sind S-Stones, ne? Ja. Wir machen eine L-Waffe, machen wir. So, craften wir. Ein Stab. When you play with another device, you must load game. Okay. Cooldown, cooldown, also Schrott. Das Ding ist wirklich kompletter Schrott. Wir holen es trotzdem mit. Das ist also ein Müll-Item gewesen, ja? Weil ich habe keinen Poison Damage. Oder doch, der hat Poison Damage. Ich nehme alles zurück, aber er kann keinen Stab tragen. Na? Ja, der kann es nicht tragen. Der hier? Okay. Könnte ich halt für meine Dings benutzen, die allerdings alle kein Gift haben. Das ist natürlich schade. Ein L-Item verschwendet. Upgrade. Na, wahrscheinlich geht der Stuff auf plus 200 oder so, gehe ich mal von aus. Na. Die anderen Items, die wir hier haben. Golem Master, klar, der braucht halt immer noch einen Hammer. Genau, dann haben wir hier noch den Dark Necromancer. Ich glaube, ich habe genau einen Cooldown hier drauf. Ach, siehst du, der könnte das nehmen. 5,8%. 10%. Macht zwar kein Poison Damage, hat aber das Cooldown. Und Monster Defense runter ist wahnsinnig wichtig. 16,9, Takeoff. 19,1. 17,9. 16,9. Oh, nice. Ja, könnte man jetzt den aufrüsten. Okay, hat doch schon. Oh, 20. 16,7. Ah, die Monster Defense runter ist schon sehr, sehr edel. Okay. Genau, den Dark Necromancer halt mit Monster Defense um minus 154% für 5 Sekunden. Und halt auf dem linkeren Zweig, na, der rechte Zweig wäre Monster ATK runter. Und Monster Defense. Aber war jetzt nicht so wichtig. Ich fand Monster Defense richtig runterkloppen. War ein bisschen wichtiger für mich. Der Mechanic Rambo. Bombardement, ne? Hier. Linker Zweig. Der rechte Zweig waren Raketen gewesen anscheinend. A wider range rocket, increased bomb range. Ja. Ist für die Castles kaputt machen ganz gut. Und dann haben wir noch den Venom Voodoo. Die Giftwolke, die macht 1200% Schaden von seinem Damage. Was auch ziemlich gut ist, linke Seite. Rechte Seite war reduzierte Mana-Punktkosten. Ja, von 924 auf 462 schon ganz ordentlich. Aber der Damage ist natürlich wichtiger. 400% mehr. Das macht schon was aus, ne? Gerade wenn du hier die Defense noch kombiniert hast vom Dark Necromancer, ist das schon heftig. Okay, wir brauchen auf jeden Fall neue Materialien, ne? Haben wir nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal drei neue. Fehlen nur noch 12. Achso, guck mal, wir haben Boxen. Wo habe ich denn die her? Achso, machen wir hier noch eins. Damage 9,2% und kritischer Schaden 27,7%. Nehmen wir mit. Und dann noch die drei Boxen. Keine Ahnung, nehmen wir mit.
13 Millionen Gold. Ich hätte ganz gerne Edelsteinchen. Zwar ein bisschen wenig, aber gut. Und ein Auto-Battle hätte ich ganz gerne. Na gut, 5 Millionen Gold. Ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Mhm. 52 Edelsteinchen haben wir noch. Die können wir investieren in eine 26 Level für die Minigun, die mittlerweile jetzt einen Damage von 30.000 Schaden hat. Und dann können wir jetzt noch die XP benutzen. Mir wurde zwar auch, es wurde auch, wie gesagt, Hero Damage soll man aufrüsten in der Gilde. Aber konnte ich irgendwie noch nicht so richtig nachvollziehen. Übrigens für die Gilde, ja? Oh, wo war das hier mit dem? Achso, na, schon wieder weg. Für die Gilde gibt es neue Anforderungen, habe ich ja gesagt, die werde ich auf jeden Fall machen. Und zwar, steht es eigentlich auch hier drin, ne? 300 Waves pro Woche, was automatisch eine Season ist, ne? Und wer länger als 3 Tage nicht on war, also wo dann halt schon drin steht, für der hier ist fast schon soweit. Okay, 3 Tage ist nicht da gewesen, also den werde ich dann auf jeden Fall kicken. Weil inaktive Leute brauche ich ja nicht, das kann ich auch gleich mal machen. Und Kiliyoma ist auch schon ganz, ganz kurz davor mit seinen 2 Tagen. 1 Tag, 2 Tage. Ja, also ich brauche hier wirklich aktive Leute, die halt auch Waves bringen, weil wir einfach ein bisschen höher kommen müssen, ne? Wir haben ja noch so viele Skills zum Skillen. Und wir haben mal Bonus Gold, Tower ATK, Prozent Chance, S-Items zu bekommen. Ist einfach wichtig. Mal gucken, was danach kommt. Ich weiß es gar nicht. Cool dann vielleicht. Mal schauen. Und wir brauchen halt Waves. Wir brauchen mehr Waves. Sonst, ja, ne? Okay. Dann haben wir noch als Defense, Town Archer. Hier oben haben wir noch Archer Guild, Hero Guild und Tower aktiv. Und als Thomas hat Burning Tower, 2 Thunder Tower, 2. Den Turret, den kann man auf jeden Fall mal ein bisschen verbessern. Oh, muss auf, weiß ich nicht. Gold habe ich noch auf 500. Wie Gold habe ich noch 1,6 Millionen. Dann werde ich vielleicht gleich mal meine Archer verbessern. Ach ja, genau, wir wollten hier eigentlich weitermachen. Archer Damage erhöhen. Und zwar habe ich da ganz, ganz viele Punkte und der Damage wird erhöht und die Punkte gehen mega schnell runter. Weil ich finde, Archer Damage ist am wichtigsten. Weil das quasi alles auf die aufbaut. Ich meine, ich habe 3000 Schaden jetzt an den Archern. Und die sind halt immer da, greifen immer an. Und die greifen immer an, egal ob nah oder fern der Gegner ist. Deswegen, ich finde es schon ganz gut, das auf die Archer zu machen. Ob das richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich mache das so, wie ich möchte. So, hier habe ich auch schon vieles aufgerüstet. Hornus habe ich auf 10 aufgerüstet. Das ist auf 10. Das müsste man noch... Das kann man nicht aufrüsten, okay, ist immer wieder der gleiche Fehler, den ich mache, da ich den nur equippen kann. Ist ganz cool, wenn du das Ding aktiv hast, dann hast du halt kostenloses Auto-Battle, aber du kannst halt währenddessen kein Geld verdienen und die Kristallchance ist minus 50%, aber du bezahlst halt nichts dafür. Was aber doof ist, weil ich würde schon ganz gerne Geld dabei verdienen. Wobei, das ist eigentlich auch doof, ne? Also, ich meine, ich mache ja eigentlich immer nur Minus. Bei Auto Battle, weil ich zahle 5, 6 Millionen und ich kriege 1 oder 2 Millionen zurück. Strange Chest könnte man noch aufrüsten später. Das Devil Horn kann man nicht aufrüsten und die Black Pearl habe ich freigeschaltet, kann man auch nicht aufrüsten. Cool, dann werde ich, denke ich mal, noch die Strange Chest aufrüsten, komplett. Und dann haben wir das auch alles erledigt. Wir haben es wirklich alles aufgerüstet und erledigt. 1,6 Millionen Gold haben wir noch. Wir können auf jeden Fall, der Solar ist gerade mal auf 390 gewesen. Kommen wir auf 500, machen wir auf, ich weiß, kostet viel Geld, 600, aber ist in Ordnung. Der Golem Master bringt halt viel, ne? Wenn ich den aufrüste, dann machen die anderen Golems halt extra Schaden. Dafür bräuchte ich halt noch einen Hammer irgendwie, ne? Ich bin jetzt bei 500 Millionen Gold, dann kann man ein bisschen in der Castle noch aufrüsten. Auf 2300 und dann den Rest noch in die Archer, wobei 500, 600, 500, 568, ziehen wir mal gerade, wobei können wir es hochleveln noch, ja, 600, wunderbar, dann machen wir den Burning Tower noch, 11.400 Schaden, zack, und kein Geld mehr, okay. Okay, so habe ich einfach mal 2 Millionen Gold rausgehauen.
Dann würde ich sagen, machen wir gleich noch ein paar. Nee, jetzt erstmal nicht. Folge ist nämlich rum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich ein paar Items, denke ich mal, farmen, denn der Red Dragon muss ein bisschen vernichtet werden. Und den Zinn kann ich halt immer noch nicht besiegen, ne? Ich bin immer noch zu schwach dafür, interessanterweise. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Grow Castle. Bis dahin. Ciao.